Hallo! Heute zeige ich euch mal ein klein wenig anderes Video. Denn habt ihr euch jemals gefragt, was passiert eigentlich mit einer solchen alten Dampflokomotive, wenn sie nicht mehr für den Zugdienst benötigt wird? Sprich also, wenn ihre Untersuchungsfristen abgelaufen sind und sie keine Züge mehr ziehen darf. Also im Normalfall wird so eine Lok alsbald darauf verschrottet oder man hat sie zu sogenannten Heizlokomotiven umgebaut. Und diese Thematik, die hat mich dann so interessiert, dass ich mir ein Modell im Maßstab 1:87 gebaut habe. Schaut mal hier. Das ist also eine ehemalige 52er. Nur noch hier ein Kessel auf Rädern. Von diesen Heizlokomotiven, da gab es die vollbetriebsfähigen Heizloks. Die konnten auch noch eingeschränkt, sage ich mal, im Zugdienst verwendet werden. Dann gab es die provisorischen mobilen Heizanlagen. Da wurde also auch der Kessel noch weiter voll erhalten und die Teile, die man ihnen ausgebaut hatte, die wurden ihnen dann, als sie wieder an die Bahnbetriebswerke ausgeliefert wurden, ja, in den Tender gelegt. Und so konnte man diese Lokomotiven eben wieder komplettieren, um sie wieder im Zugdienst einzusetzen. Und der radikalste Rückbauschritt einer solchen Lok, das war der Kessel auf Rädern, sprich also der Dampfspender. Und so einen Dampfspender, den habe ich mir hier mal erschaffen. Das ist also nur noch halt der Kessel auf Rädern. Da gab es hier den sogenannten Dampfentnahmestutzen. Dadurch konnte man also den Dampf aus dem Kessel entnehmen, der dann über Rohrleitungen weitergeführt wurde und zum Beispiel für heißes Duschwasser gesorgt hat. Ja, und das Modell hier, werden wir gleich mal sehen, dass sich da zum Beispiel im Führerstand schon ein Biotop gebildet hat. Im Modell natürlich. Ganz klar. Ja, und diese Thematik, die hat mir eben so gefallen, dass ich mir das hier mal gebaut habe. Es ist natürlich auch eine Kunst, ein Modell so herzurichten. Auch natürlich die farbliche Gestaltung, gar keine Frage. Und wenn ihr solche Heizlokomotiven heute nochmal an der Realität sehen wollt, zumindest abgestellt, dann könnt ihr das in Hermeskeil tun, im dortigen Eisenbahnmuseum oder im Bahnmuseum von Falkenberg an der Elster. Dort stehen nämlich noch in langen Reihen solche ausgedienten, ja, Heizlokomotiven. Und eine solche Lokomotive habe ich zum Beispiel hier abgelichtet. Das ist die ehemalige 528092. Die steht eben jetzt hier so in Falkenberg an der Elster. Und diese Loks sollte man sich auch bald angucken, solange sie nämlich noch da sind. Und falls euch mein kleines Modellvideo meiner Heizlok gefallen hat, dann könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben, denn ich habe auch noch eine 01er Heizlok, die hat dann sogar noch einen Tender, was mein Dampfspender hier gar nicht mehr hat. Also die Lok wartet eigentlich nur noch auf ihre Verschrottung, was meinem Modell natürlich nicht passieren wird, ganz klar. Ja, und über die 01 kann ich natürlich dann auch nochmal irgendwann ein Video machen. Das war also mein kleiner Modellbeitrag zum Thema Heizlokomotive.